Hey, ich wünsche euch also herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Indie-Horror-Game. Wir spielen jetzt Decadence, ein Spiel, das ihr euch auf itch.io runterladen könnt. Und es ist ein PT-Horror-Style. Horror-Game-Style. Ein PT. Warte, jetzt habe ich es gleich. Ein PT-Style-Horror-Game. So. Ihr kennt sie, ihr liebt sie. Let's go. I, Anita, take you, Dean, to be my husband. For better, for worse, in sickness and in health, till death do us part. Okay, ein Heiratsschwur zwischen Anita und den anderen Namen habe ich leider nicht gehört, wahrgenommen. Gut, ich sehe diesen Fleck da. Ich will ihn wegputzen. Ja, PT-Horror-Game, ihr seht es. Es ist schwer zu übersehen. Der Gang, der Tisch, die Lampe. Wo starten wir denn hier? Ach, hallo. Beim Garderoben-Dingsbums. Oh, ruckelt ja gar nicht. Ach, es gibt wieder Kunst zu bewundern. Welcome. Use Peephole. Oh, da steht einer. Könnt ihr es sehen? Aber wir können nur durchgucken. Und nicht durchgehen. Noel. Lichtschalter können wir nicht benutzen. Tür ist zu. Hier können wir nichts machen. Moderne Kunst. Sieht ja aus, als ob einer sich Farbe auf dem Arsch gemalt hätte, sondern so einmal über den Boden geschubbert. Ja, gut. Okay, Schätzchen kommt heute ein bisschen später. Ich soll schon mal den Tisch decken. Inspect. Oh, so, okay. Ein Hochzeitsbild. Erinnerung vom 12. Juni 1982. Ah ja, Wedding. June 82. Gut. Kann ich das Feuerzeug nehmen? Ein paar Münzen liegen da, glaube ich. Stift, Block. To do. Nothing to do. Ah ja. Wir befinden uns gut 5 Tage vor unserem Hochzeitstag 1986. Das heißt, wir sind schon 4 Jahre verheiratet. Glücklich, hoffentlich. Bis auf den Schimmel an der Decke ist auch sonst alles okay, glaube ich. Hoffe ich. Und wir mögen wirklich moderne und alte Kunst. Ist ein Fachbegriff für alte Kunst? Klassische Kunst? Klassische Kunst? Oh, also ich muss ja sagen, sieht wirklich sehr schön aus. Und auch wie sich da dieser Ventilator langsam dreht mit dem Schatten und so. Sehr beeindruckend. Gefällt mir bisher. Aber es kommt mir irgendwie bekannt vor. Diese Küche kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, wir haben sie schon mal in einem anderen Horrorspiel gesehen, diese Küche. Nur der Raum war anders aufgeteilt. Okay, was haben wir denn hier? Was ist das? Plumbing Service, also ein Klempner. Hi, Dean. Okay. The Newt Life Treating You. Wir haben lange nicht mehr geredet. Wie ist das neue Leben? Wie geht's dir mit dem neuen Leben? Ich vermisse euch zwei und habe rausgefunden, das ist die Zeit, die wir zusammenhängen. Also, hier bin ich nun. Schreibe diesen Brief und hoffe, dass wir uns irgendwie wieder verbinden können. Und vielleicht wieder uns besuchen können. Also, dass du deine alte Mama nochmal besuchen kannst. Ich hoffe, du und Anita habt euch eingelebt in eurem neuen Apartment. Es macht mich traurig, dass ihr so weit weg wohnt, aber ich bin sicher, dass der Umzug die beste Entscheidung für euch beide war. Vergesst nicht, dass das Geheimnis einer langen und glücklichen Ehe ist, deine Ehefrau richtig zu behandeln. Du kannst dich zwar auf deine Karriere konzentrieren, aber vergiss nicht, dass deine Prioritäten immer bei deiner Familie liegen sollten. Da wir gerade davon reden, dein Vater und ich können es kaum
abwarten, unsere Enkelkinder im Arm zu halten. Lass uns nicht zu lange warten. Das Leben ist zu kurz, dass die Entfernung ja zwischen uns der Grund sein könnte oder so. Die Türen, unsere Türen stehen immer weit offen und wir warten nur, bis ihr durchschreitet. Es wird immer Platz für euch hier geben. Ich sende dir all meine Liebe, deine Mutter. Kuss, Kuss. Okay. Oh, oh, Ronald. Mein Gott. Und Ghostbusters. Sehr nice. A.L. Brewery. 1907 und der fette Weihnachtsmann. Ja, das ist so 80er, ne? Auch hier diese, ist das Pizza-Werbung? Put the fun back in eating out. At Showbiz Pizza. Ja, ist so ein bisschen so ein, mit diesem Bär hier ist so ein bisschen so FNAF-mäßig. Okay, noch ein Brief. Ist das derselbe? Subject. Oh, ich kann mich leider nicht... Notice. I'm writing to inform you. Warte mal. Ja, doch, da steht noch was. Oh, mich interessiert das. Mich interessiert es, aber ich kann es nicht lesen. Kann ich irgendwie reinzoomen? Ich muss mal eben... Ne, ich kann gar nichts machen hier. Okay, dann muss es so irgendwie gehen. Warte. Ich muss näher ran. Ah ja. Rentenerhöhung. Lieber Dean und Anita Coleman, so heißen sie also. Ich schreibe Ihnen, um Sie zu informieren, dass eine wichtige Regulation bezüglich Ihrer Rente bevorsteht. Nachdem wir sorgfältig die verschiedenen Faktoren durchgegangen sind, auch die erhöhten Betriebskosten, Inflation und die aktuellen Marktbedingungen, wird es nötig, eine Rentenanpassung durchzuführen, okay? Sie wird in Kraft treten am 2. April 86. Die monatliche Rente für Ihre Einheit, achso, Rent, Miete, nicht Rente. Die monatliche Miete für Ihre Einheit, also ich denke mal, das beratet, wird sich um $5 erhöhen. Die neue monatliche Miete wird $346 betragen. Ich verstehe, dass die Erhöhung der Miete eine finanzielle Bürde darstellen kann und ich möchte sicher gehen, dass diese Entscheidung uns nicht leicht fiel. Bitte seien Sie versichert, dass dieser Hinweis mit der Vermietergesellschaft im Einklang ist oder irgendwie sowas. Huch, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich bin mit dem Mikro auf die Tastatur gekommen. Ist alles nicht das Beste hier. Oh, ich kann es nicht lesen, ey, Alter. Notice Part. Was steht da noch? Achso, okay. Mhm, ja. Irgendwas mit einem Monat. Ich kann es jetzt nicht mal lesen. Der Text ist zu klein. Achso, wird ein Monat später stattfinden oder sowas. Genug Zeit, sich daran anzupassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bla bla bla, der Vermieter. Alles klar, also Mieterhöhung um $5, ich glaube, ja gut, $5 war eine Menge Geld damals noch, ne, in den 80ern wahrscheinlich, so viel wie 50 Euro vielleicht heute, ich weiß es nicht. Hat mal jemand die vergleichbaren Big Mac Preise? Da gibt es ja so einen Big Mac Index, kennt ihr den? Da wird man quasi so, kann man so vergleichen zwischen den Ländern, wie so das Einkommen ist, wie da so der Big Mac Preis ist, aber auch zwischen den Jahren, ist ganz interessant. Müsst ihr mal googeln, Big Mac Index. Also könnt ihr mal gucken, was 1986 $5 so wert wären heute. Wie viel D-Mark sind das? Okay, gut. Wir wollten ja eigentlich ein Spiel spielen. Gucken wir mal. Think. Utensilien, okay. Kaffeemaschine, Messer, ein paar Tassen. Ja, das muss man sich alles angucken. Das hat der Entwickler ja nicht umsonst hier platziert, ne? So, ansonsten kann man da aber nichts aufmachen. Was war das? Inspect. Ein guter Wein. Klar, krass. Von 1970. Familiengeschenk von meiner Mutter an unserer Hochzeit. Macht mir jedes Mal ein Lächeln aufs Gesicht. Wie oft trinkt der denn diese Flasche? Die kannst du nur einmal trinken. Oder stellt er sie sich da hin und guckt die sich? Oder haben die den ganzen Kasten gekriegt? Ergibt das Sinn? Scheiße, ich muss schon wieder die Batterie wechseln. Scheiß Bolova-Uhr. Okay. Nette Leder-Couch. Da möchte man sich doch drauflegen. Schön kühl im Sommer. Das
Foto hängt denen bestimmt am Herzen hier. Deswegen steht das da. Oh, vielleicht hat der Junge sein erstes Rad bekommen an einem heißen Sommertag. Deswegen hat er kein T-Shirt an oder so. Keine Ahnung. The Evening Sun. Schäfer. Considering Steinberg. Was? Nichts Besonderes, denke ich mal. Oh. Läuft wieder nur Müll. Noch ein Feuerzeug. Ah, und der Aschenbecher, der extra große. So, was haben wir hier? One Right Star. Ganz oft Ausgabe. Astronomie, sehr schön. Noch mehr Kunst. Ich beim Angeln. Ich beim Angeln hier. Okay, da oben steht ein Chuck. Ich hoffe, der ist nicht zu luftig. Sehr schön. Aber auch hier wieder Schimmelflecken, ne? Es schimmelt hier im Haus der geliebten Familie. Wie hießen sie noch? Familie Coleman. Familie Coleman. Gut. Den kriegen wir sicherlich nicht weg. So. Ah. Das Bad. Noch mehr Schimmel. Ich auch. Hier hätte ich den Schimmel aber auch erwartet. Mein Gott, ey. Da lohnt sich doch die 5 Dollar Mieterhöhung hier bei dem. Und die Chuck sieht auch nicht so gut aus. Bei dem tollen Apartment hier. Aber auch die Wanne könnte mal wieder gereinigt werden. Guck mal, die ganzen Flecken. Ich erwarte noch ganz viele Haare. Also dieser riesige Ausguss hier, ich glaube, das ist auch so typisch, ja, eher 70er, würde ich sagen, oder? Aber es ist schon eine Duschkombi. Okay. Gut, ich kann nicht spülen. Das macht mich traurig. Crest. Wattestäbchen. Oh, der Ehering. Guck mal, der Ehering. Oder zumindest ein Ring. Gut, was haben wir hier? Das Schlafzimmer. Irgendwas, was wir öffnen können. Wäschesack. Glückliche Zeiten. The Grief Observed. Spannendes Buch bestimmt. Ja, da war die Frau, obwohl das eher aus wie 50er. Das ist bestimmt die Mutti. Bild von der Mutti, als sie noch jung war. Also die Familienfotos sind so fucking random. Okay. Naja. Scheiße. Ich muss raus. Gut, vielleicht können wir da jetzt raus. Hier ist Pipo. Steht da immer noch. Aber auch da ist zu. Warte, vielleicht muss ich den Schlüssel finden. Gibt's irgendeinen Schlüssel, den ich finden muss? Warte mal, vielleicht habe ich was übersehen. Dabei gucke ich mir alles so gut an. Ich will diesen Ring hier mitnehmen. Hier, da können wir auch nichts aufmachen. Gut, gut. Schlafzimmer vielleicht. Hier, das Schmuckschatüllchen. Ja, nichts aufmachen. Okay. Hier können wir auch nichts aufmachen. Na, ich dachte, da wäre irgendwie das Haus ein bisschen aus wie so eine versteckte Tür, aber es ist nur, keine Ahnung, hier so ein Regulator oder so. Okay, auch nichts aufmachen. Da geht's nicht weiter. Hier können wir nichts aufmachen. Ja, Mensch. Irgendwie ein Schrank? Oh, doch. Nee. Nee, doch nicht. Hm. Lässt du mich jetzt wirklich hier rumrennen im Flur? Können wir noch irgendeine Schublade aufmachen? Oh, viele Kassetten. Kassetten. Ich lasse mal den Fernseher an, so ein beruhigendes Rauschen.
Tja, dismissed. Reset you. Funktioniert, ja. Noch mehr Flecken. Noch irgendwelche Schubladen, die wir hier aufmachen könnten. Außer diese eine. Vielleicht liegt da was drin. Ah, Pickup. Was soll ich denn mit so viel? Ach, ich soll den Tisch decken. Ja, klar. Ah, das war meine Aufgabe. Ah. Ah, dann brauche ich bestimmt auch Teller. Da oben. Ah. Stimmt. Ah, guck mal. 4 von 8. Okay, 6 von 8. Was noch? Gläser wahrscheinlich, ne? Tassen, okay. Okay, ah. Alles klar. Again, honey? You keep on forgetting. Oh, stop complaining. I was running late for work. Okay. We'll do it now. Thank you, Dean. I'll be home soon. Ah, ja. Okay. Also, sie hat ihren Ring verloren. Irgendwie keine Zeit gehabt. Und wir sollen ihn neben die Schmuckschatulle im Schlafzimmer packen. Ein Glück haben wir uns hier vorher so gut umgesehen. Da wissen wir nämlich, wo der ist. Und können ihn direkt neben die Schmuckschatulle packen. Was war das? What the? Oh nein. Das ist schon das zweite Mal. Time this week. I have to clean this up before she gets home. Warum geht einfach die Tasse kaputt? Dean, I forgot my keys. Can you unlock the back door for me? Natürlich. Welches andere? Okay, okay. Honey? Hab ich da gestanden? Okay. Jetzt wissen wir, warum es ein PT-Horror-Game ist, nicht wahr? Oh, ein Tape. Ah, es ist der nächste Tag. Wir sind einen Tag näher am Jahrestag dran oder am Hochzeitstag. Okay. Wir leben aber immer noch in dieser Schimmelbude. Der Tisch ist immer noch gedeckt. Was gibt's hier Schönes? Margaret Atwood. The Handmaid's Tale. Okay. Und Stephen King. Sehr schön. Immer noch nur Rauschen. Was? War da gerade was? Habe ich mir das nur eingebildet? Oh, Grüße von Senigallia. Hotel Galli Senigallia. Aha. Okay. Okay, ich gehe mal weiter. Oh, hey, Dean. Can you clean the mess you left in the living room? You left your books all over the table. Och, Mann. What mess? Fine, give me a second. Okay, ich soll aufräumen. Ich habe meine scheiß Bücher überall liegen lassen. Okay. Zack. Zack, sie duscht jetzt schön. Wo soll ich die Bücher hin tun? Placebook. Placebook. Okay. There we go. Everything can go for some fresh air.
Okay, das war's. Ein bisschen frische Luft. Atmen. Kann ich hier dann durch? Nö. Okay. Mhm. Ach, das war der Tag schon. Ah. Huh? What was that? Can you check it out? Was war das? Kannst du es überprüfen? What was that? Can you check it out? Ich weiß nicht, war das hier? Keine Ahnung, warum sie... Weißt du, sie meckert, dass ich meine Bücher da liegen lasse, schmeißt aber ihren Rock einfach hier hin. Ja, sie wollte duschen und so, klar. Ja gut, mein Schlips liegt auch noch da. Ich bin auch nicht viel besser. Oh, was war das? Keine Ahnung. Oh, oh. Inspect. Priadel Pill Bottle. Die einzige Sache, die mich quasi, ja, am Boden hält und ruhig hält. Oh je. Hilft mir, die Stimme in meinem Kopf ruhig zu halten. Das sieht nicht gut aus. Warum? Hier ist ein Tape-Dingsbums. Ein Kassettenspiel-Dingsbums. Ah, ich könnte da raus. Ich kann aber auch gucken, was hier Sache ist. Was ist hier? Irgendwas ist hier umgefallen. Oder runtergefallen. Auf dieselbe Zeitung wie gestern. Was ist da runtergefallen? Can you check it out? Was soll ich überprüfen? Was? Hier sieht's gut aus. Ah, Tape kann ich immer noch nicht nehmen. Sieht doch gut aus. Oder war das draußen? What was that? Can you check it out? Also ich sehe da nichts. Ich kann nur hier raus. Schauen wir mal. Hallo. Grüß dich. Alles klar. Hope she likes this year's gift. Better hide it in the closet before she gets home. Ich hoffe, sie mag das Geschenk, was ich für dieses Jahr für sie habe. Aber ich werde es im Kleiderschrank verstecken, bevor sie nach Hause kommt. Oh, die Flecken werden größer hier. Der Schimmel wird größer. Inspekt. Lieber Dean. Können wir reinzoomen? Ich hoffe, du findest diesen Brief und dass du die Kraft findest, deinen Kopf... nach diesen Sachen klar zu halten. Ich wollte dir heute schreiben, weil ich mir sehr Sorgen um deine Gesundheit mache, besonders nach diesem traumatischen Ereignis. Ich kann deinen Schmerz nicht so sehr spüren wie du, aber bitte sei dir bewusst, dass ich immer hier bin für dich als ein Freund und jemand, der, an den du dich anlehnen kannst. Ich habe nichts von dir gehört in der letzten Zeit und ich mache mir Sorgen, dass du leidest. Und ja, mit allem schlecht zurechtkommst. Und erinnere dich, dass du nicht diese Bürde allein tragen sollst. Ich verstehe, dass jemand, der da durchgeht, was du durchmachst, es sehr schwierig werden wird, auf sich selbst aufzupassen. Aber bitte behalte das im Gedächtnis, dass wir im besten Interesse für dein Herz arbeiten und wenn du alles nur wegdrückst, wird dir nur noch mehr Schmerzen zufügen auf lange Sicht. Erzögere nicht, dich bei mir zu melden. Dein Freund Baptist. Okay, what the fuck ist denn passiert, hey? Ja, noch 3 Tage bis zur Anniversary. Noch 3 Loops. Hier ist noch ein Brief. Hat sie nicht geklopft?
Hier ist noch ein Brief. Machst du ja hier. Mrs. Dean, bla bla bla. Ja, ist der Brief für uns. Hier ist wieder ein Table. Wir können es nicht, können wir nicht öffnen. So, im Kleiderschrank soll man das Geschenk verstecken. Mal gucken, ob hier irgendwas anders ist. Die Zeitungen stapeln sich hier. Saudi Arms Sale saved. Okay. Oh, hier, da ist was drüber. Cheese Milk. Einkaufszettel. Auch hier sind Postkarten jetzt drüber geklebt. Nicht vergessen, den Müll rauszubringen. Ah, steht jetzt an einer etwas anderen Stelle. Das ist ganz cool gemacht. Also es verändert sich schon, das Apartment, mit jedem Durchlauf hier irgendwie. Nicht schlecht. Gut. Und der Schmutz wird immer mehr hier. Da kommen wir gar nicht rein. Ich schätze mal, mit Wandschrank ist der hier im Schlafzimmer gemeint. Hier sieht es auch immer schlimmer aus. Ja. Oh, hallo Pippi. Kann ich hier, da hier. So, zack. Oh. Ich dachte, ich könnte mich da verstecken. Oh. Honey? Ich dachte, Honey war gerade duschen. Ach nee, das war gestern. Okay. Aha. Aha. Keine Periodenwitze hier jetzt. Ich hab gehört, das kommt nicht so gut an mehr. Honey beobachtet mich immer noch. Okay, Honey. Alles klar. Ich denke, wir haben alles erledigt für heute. Können wir denn jetzt hier rein? Anita, are you okay? Not now. I need space to breathe, please. You're suffocating me. Okay. Come out here and talk to me. Nicht jetzt. Ich brauche Platz zum Atmen. Du erdrückst mich. Komm jetzt raus und rede mit mir. Anita. Ich traf sie irgendwo. Allein auf dem Klo. Anita. Okay, sie braucht fucking Platz. Aber was soll ich denn? Sie braucht Platz. Vielleicht muss ich einfach weggehen. Na gut, komm. Lassen wir es mal versteckt. Let's finish talking. Open the damn door. I'm sick and tired of your shit. I said leave me alone. What the hell? I swear, Anita was here. I heard her. Oh, alles dunkel jetzt. Also er hat doch mal versucht, mit ihr zu reden, aber sie wollte nicht. Dann ging die Tür auf und nicht da! Außer ein großer schwarzer Fleck. Meiner Frau geht's nicht so gut in letzter Zeit. Oh, guck mal, da kann man noch so ein bisschen Licht sehen. Es wird immer düsterer. Okay. Noch einen Tag bis zum Hochzeitstag. Ein weiterer Brief. Lieber Dean, ich hoffe, du findest diesen Brief. Wir schreiben an deine Adresse. Was? Okay, wir schreiben dir bezüglich deiner Abwesenheit von der Arbeit seit 6 Tagen ohne irgendeine Erklärung oder Mitteilung. Als ein wichtiger Teil unseres Teams ist deine Anwesenheit und deine Teilhabe und deine Verantwortung notwendig für die smooth heißt eigentlich weich, aber für die gute ich weiß genau, was da steht, aber ich kann es einfach nicht wiedergeben. Es ist halt wichtig für die
für den problemlosen Betrieb dieser Firma. So, ja. Wir würden dich freundlich darum bitten, dass du uns eine Erklärung gibst, warum du abwesend bist zu dieser wichtigen Zeit. Das hilft uns vielleicht, die Umstände zu verstehen bezüglich deiner Abwesenheit und Wege herauszufinden, dir zu helfen, ja, oder dir dabei zu helfen, diese Probleme zu bewältigen. Um zu vermeiden, dass es einen negativen Einfluss auf unsere professionelle Entwicklung und über die generelle Funktion unseres Teams ist, würden wir dich freundlich darum bitten, weiterzuziehen. Was? Request that you adhere to our attendance policy moving forward. Ja, bezogen auf unsere Richtlinien, dass du quasi kündigst. Kündigst? You adhere to attendance, irgendwie so. Wir möchten dich dazu ermutigen, dass du ein Meeting mit unserem Manager Juliette, oder unserer Managerin Juliette, zum frühesten Zeitpunkt arrangierst, um deine letzte Abwesenheit zu besprechen und ja, die Sachen, die Zweifel, die darunterliegenden, die beziehenden Dinge, die dich betreffen, die Sorgen, die du hast, quasi zu besprechen. Danke für deine Aufmerksamkeit in diesem Thema. Freundliche Grüße, Arthur. Also ein freundlicher Brief vom Chef. Ich glaube nicht, dass der kündigen soll, aber auf jeden Fall suchen sie eine Lösung, weil er nicht zur Arbeit kommt, aber sie machen sich halt schon Sorgen. Sam and Sons Funeral Services. Oh nein. Bestattungsunternehmen. 26. Juli 1983. 26. Das war kurz nach dem ersten Hochzeitstag. Mr. Dean Coleman. Das bin ich. Also ist seine Frau vielleicht gestorben? Nicht mal ein Jahr, nachdem sie geheiratet haben. Das war laut, es tut mir leid. Das habe ich einfach nicht erwartet. Fucking hell. So, alle wach? Gut. Scheiße. Er liest hier gemütlich einen Brief und dann sowas. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Oh, okay. Also, das hat uns mental nicht gut getan hier alles. Okay. Ich habe doch den Fernseher ausgemacht. Ah, jetzt. Oh. Ja, doch besser, ein bisschen Licht zu haben. Okay. Na gut. Oh, gelbes Kissen. Nice. Mal sehen. Hier sieht's auch immer beschissen aus. Nichts Neues am Kühlschrank. Oh, Butter. Die Butter da nicht draußen stehen lassen. Die muss zurück in den Kühlschrank. Auch wenn sie ja nicht mehr streichzart ist. Nein, ich glaube, Butter muss gar nicht so unbedingt in den Kühlschrank, oder? Ich hab nie Butter. Ich bin eher der Margarine-Typ. Na gut. Honey? Ich geh erstmal kacken. Oh, hier sieht's ja aus. Schön so die Abschminkdinger. Die Poren, porentief, ne? Clear, wie hieß das nochmal, das Zeug? Oh, in den 90ern gab's das gegen Pickel. Clearasil. Die ganzen Teenies mit ihren 1000 Pickeln. Ich war nie so der Pickel-Teenie. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich hatte eigentlich selten Pickel. Hi! Es ist nur Pippi. Willst du mich eigentlich verarschen? Aber cool gemacht. Auf jeden Fall cool. Okay.
Das ist gruselig. Vor allem der Schatten hier mit den... Oh, okay. Der Schatten passt halt nicht. Weißt du, der Schatten hat Arme, aber das Ding hat keine Arme. Oh no. So ein schönes Bild. Okay. Gut, gut, gut. Ja, komm, ich lese es. Ich lese es. Moving Day. Umzugstag. Wir haben dieses Bild gemacht, als wir erst hier eingezogen sind. Viele Erinnerungen werden da wach. Ein neuer Anfang, ein Neuanfang. Wir sind nicht die Ersten, die in diesem Apartment leben. Und wir werden nicht die Letzten sein. Aber wir werden diejenigen sein, die niemals ausziehen. Das passt aber nicht so ganz zusammen, oder? Obwohl, niemals aus... Warum ziehen sie wohl niemals aus? Und mir ist jetzt erst der Pömpel aufgefallen. Habt ihr auch so ein Ding? Ich habe auch so ein Ding. Zum Glück muss ich das nie benutzen. Aber ich habe es. Für den Notfall. Okay. Der Tag der Tage. Anita heult auf dem auf dem Anrufbeantworter. Ah, hier sind ganz viele Tapes. Kassettape. Sieht so aus, als ob es quasi beschädigt wurde. Und wieder 26. Juli. Anniversary. Ich gucke erstmal hier durch. Oh, hier vorne. Alles klar. Okay. Lieber Dean Coleman, ich hoffe, du findest diesen Brief und deine Familie geht's gut während diesen schweren Zeiten. Bitte akzeptiere meine Sympathien und bitte weiß, dass meine Gedanken und Gebete bei dir sind und deiner Familie, um dich durch diese schwierige Zeit zu leiten. Als dein Attorney, keine Ahnung, Vorgesetzter vielleicht, ist es meine Verantwortung, dich durch... Attorney, komm, ich google es eben. Attorney... Es ist ein Rechtsanwalt. Es ist meine Verantwortung, dich durch die rechtlichen Sachen zu bringen. Und quasi, das ist alles durchgeschrieben, this one is real time. And I'm to provide you with the necessary information. Er will mir helfen, dich zu unterstützen, dass wir alles eine gute Lösung dafür finden. In den nächsten Tagen empfehle ich dir ein Meeting. Ah, ist jetzt ein bisschen anders, ist so ähnlich, ne? Dass wir uns treffen und die nötigen rechtlichen Prozeduren einleiten. Ja. Also with your wife's estate. During the meeting I will provide you with the steps involved. Okay, also. Jetzt wissen wir, dass die Frau verstorben ist und dass wir irgendwie rechtlichen Beistand haben, um alles Rechtliche hinter uns zu bringen. Ja, muss halt auch gemacht werden, ne? Alles klar. Wir sind mittlerweile komplett zerbrochen und lassen uns so einfach gehen. Schrecklich. Anita heult immer noch auf der Voicemail. Dentist für den 18. Juni. Für Tante May ein Geschenk kaufen. Okay, gut. Oh, die Türen waren vorher nicht da. Anita?
Anita? Warum haben wir so viele Türen in unserem Apartment? Lass mich raten, ist die letzte. Lass mich raten, ich drehe mich um und mega Jumpscare. Okay. Oh, rote Rosen. An unserem Hochzeitstag. Es wird doch romantisch. Ich höre Musik. Ein Candlelight Dinner. Oh. Okay. Anita? Talk to Anita. Boah, ist das creepy, Alter. Ich guck mich erstmal noch ein bisschen um. Oh, da haben wir noch was. Ach, der gute Wein wieder. Gibt's hier hinten noch was? Nee. Wir können nur so machen. Beautiful as you did 4 years ago. Sorry, Anita. I can't let you go. We'll be together forever. Even death could do us part. Wir werden für immer zusammen sein. Nicht mehr der Tod kann uns trennen. Für immer. Okay. Alles klar. Das war das kleine Horror-Game. Dekadenz. Dekadenz, was ist das eigentlich? Dekadenz ist, wenn man dekadent ist, da ist man sehr egoistisch, glaube ich. Sehr verschwenderisch. Dekadenz. Was ist Dekadenz? Das habe ich mich so jetzt noch nie gefragt. Dekadenz. Dekadenz. Doch mal gucken. Definition. Zustand, der als durch Überfeinerung in Lebensgewohnheiten und Ansprüchen entstandener Verfall angesehen wird. Ah ja, okay. Vom lateinischen cadere, fallen, sinken, französisch, décadence, Niedergang, Verfall, okay. Über mittellateinisch decadentia ist ein ursprünglicher geschichtsphilosophischer Begriff, mit dem Veränderung in Gesellschaften und Kulturen als Verfall, Niedergang bzw. Verkommenheit gedeutet und kritisiert wurde. Er wurde in der französischen Historiographie zuerst für den Niedergang Roms gezielt verwendet. Die Kritik am Dekadenten emanzipiert sich vom hergebrachten religiösen Moralisieren. Okay, in der Geschichtswissenschaft hat man inzwischen den Dekadenzbegriff zur Charakterisierung gesellschaftlicher Entwicklungsabschnitte fallen lassen. Nur in der Dekadenzdichtung hat das Wort auch eine positive Bedeutung. Im Sprachgebrauch überwiegt der abwertende Charakter, also ist eher abwertend. So nach dem Hochmut kommt der Fall quasi. Dekadenz, der Verfall einer einstmals großen guten Sache zum Schlechten hin. Ja, okay, haben wir das auch geklärt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich fand es ganz interessant. Wir haben es schön ruhig durchgespielt, so wie ich das mag. Ich hoffe, euch gefällt es auch so. Und wir sehen uns dann die Tage wieder mit einem neuen Horror-Game, wenn ihr mögt. Und ja, ich nehme immer noch Layers of Fear zwischendurch auf. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.